Dafür werden die Geld büßen. So ein Mist, ey. Jetzt sind noch mehr als uns die Geliebten und jetzt. Es wird immer schlimmer. Naja. Flugabwehrgeschütze. Oh, schalten einmal rechts, einmal links. Ich habe schon ein ganz tolles Gefühl dabei. Ich wollte gerade schon sagen, was ist das? So ruhig. Jetzt Geschütze. Okay. Einmal Überlastung bitte. Wow. Na, kann ich das Ding jetzt übernehmen? Wäre ich extrem geil. Wenn das ginge. Scheiße, hat schon einer übernommen. Kann ich erwischt stehen? Nein. Stehe ich einfach so günstig, dass er mich nicht mehr trifft oder was? Jetzt aber. Ah, wusste ich's doch. Sehen wir uns die Steuerung des Geschützes an. Wir können es bestimmt deaktivieren. Ach, war jetzt so klar. Ich komme erst in das Ding, wenn es schon zu spät ist. Das Metall jetzt gleich wieder da beschützen. Und dann kann ich ja gleich wieder reingehen. Wer soll das Geschütz übernehmen, Schimmer? Tali. Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Sie sollten das Geschütz bemannen, Schimmer. Hatte ich auch vorgehabt. So, wo sind die jetzt? Fest im Anmarsch! Ich sehe nichts. Ich liebe doch dieses Geschütz. Ah, oh, geil. Fuck, fuck, fuck. Ich kann auch grad nicht auf. Erledigt! Das Geschütz ist offline. Holen wir uns das letzte. Oh, dann bin ich gleich wieder drauf hier. Drauf. Gibt da noch? Nee, das ist tot. Kommt da noch was? Nein, okay, dann gehen wir weiter. So, ich musste die Aufnahme leider unterbrechen und spiele jetzt ungefähr einen Tag später wieder weiter. Ah, jetzt muss ich erstmal gucken. Okay, Steuerung habe ich wieder drauf. Wie ich hier wieder reinkomme. Was muss ich noch machen? Irgendwas mit Kontroll. Seht ihr noch? Guess? Yep, hier sind irgendwo Guess. Das noch mal drauf. Gleich wieder. Ich freue mich über Schießen. Dich kill ich so. Mist, weiter geht's nicht. Wir haben aber gleich auch noch irgendwo welche. Oder?
Nein, haben wir nicht. Dann können wir uns schnell zum Terminal begeben. Ich frage mich ja, worauf der gerade schießt. Es sieht aber irgendwie schon recht cool aus. Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Immer die, die fragt. Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Okay, gleich ran ans Geschütz. Da geht's auch schon los. Oh, gleich auf den großen Ballern. Autsch, autsch. Alter, das tut weh. Das kannst du nicht einfach machen. Ich habe eine Gesundheitsanzeige von dem Ding. Ja, versteckt hier doch hinter der Ecke. Oh, jetzt haben wir ihn wieder. Komm schon. Jetzt. Oh, welche nehmen an? Gut getroffen, gut. So, komm, wer will noch was? Ach, Mann. Ich gebe Signal. Da kommt auch schon unser Taxi. Störsender deaktiviert. Dawn, hier ist Sarah Corus. Sind Sie da? Dawn! Hier ist Commander Shepard. Dawn hat es nicht geschafft, Admiral. Ich komme mit einem Shuttle rein. Wo sind Sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Zusammenbleibst, wir treffen uns dort. Nein, die Gäste haben mich abgeschnitten. Ich höre schon die nächste Welle. Keine Sorge, wir kommen. Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Lassen Sie. Meine Crew wird in Kürze überrannt. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Ja, wir brauchen aber so einen Friedensstifter, genau wie dich gerade. Wenn wir seine Leute retten, hilft uns das auch nicht so viel weiter. Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Nur dann, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Na komm. Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Vielleicht schaffen wir es ja, deine Leute auch noch zu retten. Oh. Da ist der Admiral. Wir müssen uns beeilen. Ich sehe. Ja, noch beim Fliegen. Alter. Ihr wollt mich doch verwundet, People. Ich bin schon schlecht im Zielen, dann auch noch, wenn es bewegt und sich wackelt, ey. Mein Schild hat nicht mehr so viel Energie hier. Geht hinter ihm! Gehen Sie in Deckung! Raketen! Boah, ich hab so das Gefühl, dass ich das verkacke. Das verkackt mich sowas von. Scheiße. Ich sehe nichts, mein Gott, die sind alle zu klein. Willkommen, Shepard, meine Crew.
Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Saal Chorus. Hört mich jemand? Hallo? Es tut mir leid. Wir müssen gehen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. Ganz bestimmt. Commander, die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Konnten Sie die zivilen Captains zum Bleiben überreden? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte Ihr Volk Sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Danke. Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Ist das ein Problem für dich? Ist das ein Problem? Die alten Maschinen verfolgen zwar unethische Ziele, aber ihre Upgrades haben die unseren deutlich verbessert. Ich zeige es Ihnen. Ein Signal, das Geth steuert. Eine einzelne Einheit, oder? Korrekt. Und jetzt 10 Einheiten, die vernetzt zusammenarbeiten. Und das ist eine einzelne Geth-Einheit mit den Upgrades der alten Maschinen. Das ist eine vollentwickelte KI? Ja, wir verurteilen die Ziele der alten Maschinen. Aber wir halten diese Entwicklung für wunderbar. Ein Indiz für Leben. Ja, das ist doch wirklich super. Das stimmt. Commander! Kommen Sie, Admiral. Das ist ein lebendes Wesen, egal auf welcher Plattform es läuft. Und Sie werden sterben, wenn wir die Basis zerstören. Sie sind Verbündete der Reaper. Um sich vor ihnen zu schützen. Ja, das stimmt. Das ist alles Selbstverteidigung. Hättet ihr sie nicht angegriffen? Das stört nicht. Wir können sie doch bestimmt auch irgendwie umschreiben oder sowas. Vielleicht müssen sie nicht sterben. Nur weil der hier einen freundlichen Eindruck macht? Nun, er hat noch auf kein Schiff mit mir an Bord geschossen. Commander, wollen Sie etwa vorschlagen? Ich schlage gar nichts vor. Ich sage nur, dass vielleicht nicht alle von Ihnen sterben müssen. Alles völlig egal, solange wir die Basis nicht ausgeschaltet haben. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und Sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edie, okay für Sie? Ja. Es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Diese Jägerstaffel der Geth dezimiert nach wie vor die Flotte. Können Sie durchhalten? Wenn diese Jägerstaffel nicht ausgeschaltet wird, werden es viele unserer Schiffe nicht schaffen. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Commander, ich habe Ihre Videoleitung verfügbar. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Und dann stürmen Sie wieder los, wie beim letzten Mal. Diesmal ist es anders. Wenn wir unseren Schiffen nicht eine Pause verschaffen, werden wir sie verlieren. Dann ziehen Sie sie zurück. Dann fallen uns die Geth in die Flanke und wir verlieren jeden Spielraum. Ich brauche die Patrouillenflotte. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen. Weitere Schiffe einzusetzen gefährdet nur noch mehr Leben, Admiral Garrel. Gut, ich ziehe die schwere Flotte zurück. Aber wenn wir beschossen werden, gehen die Verluste auf Ihr Konto. Danke, Commander. Es ist nicht leicht, ihn zu bremsen. Kein Ding, das habe ich schon gemerkt.